So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Werder News Folge heute mit dem folgenden Thema und zwar Füllkrug Verlängerung Details, Mio Backhaus verlängert in Bremen, Bockhorn zu Werder Bremen, momentanes Gerücht, weiteres nach dem Intro. Bis gleich. Und das erste Thema bei mir ist Füllkrug Verlängerung Details. Wie wir alle wissen, will Füllkrug seinen Vertrag verlängern und das soll er auch am Wochenende tun. Am Wochenende soll er seinen neuen Vertrag unterschreiben. Das sind die Details dazu. Und zwar wird sein neuer Vertrag bis 2025 gehen, statt 2023. Also 2 Jahre verlängert er noch und ich hoffe, dass das auch noch weitergeht. Ich sehe ihn gerne in Bremen und ich finde ihn auch komplett sympathisch. Und ja, an seinem Gehalt hat sich auch noch was getan. Und zwar hat er bei seinem alten Vertrag 2,5 Millionen Euro verdient. Jetzt verdient er nur noch 2 Millionen Euro. Krass, wer da einfach so runtergeschraubt und er wollte einfach noch bleiben. Es sah bei vielen auch anders aus und ich bin einfach nur froh, dass er das macht, weil wir brauchen ihn auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf ihn. Apropos, sein Vertrag hat auch keine Ausstiegsklausel mehr. Also kein anderer Verein kann sie mal schnell bezahlen und er kann schnell weg. Kann er nicht mehr machen. Ja, außer wenn jetzt ein gutes Angebot von anderen Vereinen kommt. Das war's dann aber auch mit diesem Thema jetzt. Schreibt gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Dafür sind die Kommentare da. Also schreibt gerne eure Meinung zu den Füllkrug-Thema rein. Ja, dann kommen wir zum zweiten Thema. Und zwar Mio Backhaus verlängert in Bremen. Ja, wie wir alle wissen, Mio Backhaus, unser dritter Torhüter nach Zetterer, hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Wie weit, weiß man nicht. Ja, und wie viel er verdient, weiß man auch nicht. Er wird aber nicht in unserer ersten Mannschaft Einsätze finden. Er wird in der A-Junioren-Bundesliga wird er da Stammkeeper sein. Und da soll auch seine Spielzeit kommen. Da wollen wir ihn jetzt hochzüchten zu einem Bundesliga-reifen dritter Torwart oder zweiter Torwart. Ja, man hat auch nur von ihm gelobt. Man hat gesagt, dass er der krasseste Torhüter ist. Also beziehungsweise sehr viel Potenzial hat, sorry. Und sehr viel Ruhe hat für sein jungen Alter. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Thema. Apropos, schreibt nochmal gerne eure Meinung zu der Verlängerung von Mio Backhaus rein. Jetzt kommen wir aber zu Bockhorn, zu Werder Bremen. Ja, auf jeden Fall, wie wir alle wissen, Bockhorn hat bei Werder Bremen bereits schon gespielt, hat aber in der letzten Saison bei VfL Bochum gespielt. Und ja, sein Vertrag ist ausgelaufen und er spielt jetzt für unsere U23, beziehungsweise er hält sich da nur fit. Aber er würde momentan sehr gerne bei Werder Bremen bleiben. Vielleicht in der ersten Mannschaft, weiß man ja nicht. Aber was auf jeden Fall sicher ist, er möchte sehr gerne da bleiben. Und vielleicht werden auch Gespräche geführt, dass er in der U23 spielt oder dass sogar die erste Mannschaft ihn verpflichtet als Rechtsverteidiger, Erstrechtsverteidiger. Hier sind auch nochmal seine Daten. Und zwar seine Nationalität ist deutsch. Er ist 27 Jahre alt, 1,76 groß, rechter Verteidiger. Marktwert 800.000. Und wie bereits gesagt, hat schon bereits bei Werder Bremen gespielt, aber auch schon mal bei Dortmund. Und in England hat er auch bereits schon gespielt. Sein starker Fuß ist rechts, hat wie gesagt jetzt momentan ist vereinslos, also würden wir ihn für lau bekommen, also für kein Geld. Ja, also
Ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll. Ich habe bis jetzt keine Spiele von ihnen gesehen. Er soll auf jeden Fall ein offensiver Rechtsverteidiger sein, der Offensivdränge hat. Hatte Mitchell Weiser ja auch. Er soll so gesagt der Mitchell Weiser-Ersatz sein. Ja, weil wir müssen ja sowieso auf der rechten Seite noch was tun. Aber bei Mitchell Weiser kann sich sowieso noch was tun. Aber dazu kommt noch ein extra Video. Ja, schreibt gerne eure Meinung zu Herbert Bockhorn rein, ob ihr ihn gerne bei Werder Bremen sehen würdet oder eher nicht. Ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder morgen oder Mittag oder Nachmittag. Dann bis bald, euer Justin.